Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind immer noch zusammen mit Lucy. Ezio! Hier unterm Gewölbe von der Villa von Monteriggioni. Und müssen hier einen Eingang finden. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Nur Desmond romantisch oder was? Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Steht zu Diensten. Ja, da wären wir. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Verarschen kann ich mich selber. Naja. Jedenfalls, Desmond sieht ja die ganze Zeit diese ganzen Bewohner von Monteriggioni, die ganzen Geister. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Ja, aber du musst aufpassen. Lucy? Wo bleibt sie denn? Naja. Da ist sie. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Ui, das war knapp. Da, ein Hebel! Dann... Ich hab doch gewusst, dass es nicht so hier einfach ist. Hier geht was auf! Müssen wir den schweren Weg nehmen. Finde ich sehr toll. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Tja. Ach, gedrückt halt. Ah, ich bin schlau. Den hier habe ich. Ich hab's nicht gecheckt, sorry. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Ich darf jetzt schwimmen oder was? Yay. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Du übertreibst. So, hier hoch wahrscheinlich. Denk so, hier Sprünge sind auch sehr cool. Deines Lebens. Ja, ja. Und wie? Bereit? Alles klar. Na, ich hab schon wieder einen Einsatz verpasst. Was werden wir jetzt loslassen?
mitten, wenn sie drauf wäre. Haut sie wieder voll nach vorne. Nach? Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Oh Mann. Was war das? Katzo! Gott rette mich! Tja, ui. Tja. Die sind wahrscheinlich tot. Das erschwert aber uns den Übergang. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Für was? Bereit. Uiuiui. Dafür brauchst du auch Kraft. Dich das so hochzuziehen? Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Das dürfte funktionieren. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Ja, und dann sind sie runtergefallen. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Sieht nicht so aus. Tja. Das Leben ist voller Enttäuschung. Ist so. Müssen wir wohl hier lang. Sie nutzen natürlich wieder die Leiter. Wie lame. Du wirst für hier rüberkommen, Lucy. Ich zeig dir nochmal, wie es geht. Ja, gut, super. Schön, dass du es auch gebacken kriegst. Nein. Tja, das war aber nix. Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Okay. Da kommen wir noch nicht hin. Wir müssen da hin. Hab's! Ja. Dankeschön, Desmond. Super. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Die sich immer gegenseitig hier. Du bist dran. Rivalisieren. Ja. Hier runter oder was? Nein, das war falsch. Wo sind wir? Hier. Wo geht's mir hoch? Ich hoffe doch, hier geht's mir. Nein, bitte sag mir nicht, dass ich den ganzen Weg wieder. Ach nein. Ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Ich bin so ein Depp. So ein Depp. Ja, da bin ich wieder. Ja. Hier müssen wir natürlich lang.
Dann machen wir hier hoch. Da wären wir auch schon. Wir können jetzt Lucy die Brücke unterlassen. Und ab geht's. Super. Ein Außenstand. Erstmal so 2 Meter hochgesprungen. Danke. Wir sind 2,5. Ein gutes Team. Jetzt bist du wieder dran. Okay. Du könntest ja auch mal andersrum probieren. Vielleicht klappt das ja auch. Ja, ich auch. Jetzt wird dunkel. Stimmt, ein Ladebildschirm. Wahrscheinlich, ja. Alter, ihr. Natürlich nur eine Statue. Die anderen Assassinen. So alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Kann er hier nicht hoch? Super. Kann überall lang jumpen, aber diesen kleinen Sockel, da kommt er nicht drüber. Schneller rennen kann er im Moment auch nicht, warum auch immer. Will nicht schneller laufen. Habe ich das Gefühl. Wow, was ist denn das? Hier ist irgendwas. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Ja. Ich wollte mir das nur mal kurz angucken. So viel Zeit muss nur noch sein. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Los geht's. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ist immer so unfreundlich. Auch rennen kann er auch. Macht er sonst nicht. Das ist ja mal was Neues. Suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Ja, du bist echt ein super Typ. Das erste haben wir schon mal hier.
Können wir also hier schon mal reinlegen. Die beste Möglichkeit ist aber auf jeden Fall, diesen Leitungen hier zu folgen. Wenn ich sie weiterhin sehen würde. Hier gehen die, geht doch. Hier geht bestimmt was lang, ja. Ich glaube. Ich glaube. Wir gehen mal mit Adleraugen hier lang. Da sehen wir es eher. Da geht auf jeden Fall. Da habe ich doch was gesehen, ja. Da ist doch schon wieder das Nix. Fehlen nur noch zwei. Hier gehen die Kabel lang. Hier hören sie auf. Super geil. Ah, davon habe ich doch was gesehen. Ach nee, es war nur Licht. Da unten ist doch was. So, damit hätten wir den dritten. Den dritten Sicherungskasten. Oder Stromkasten, was auch immer. Stromverteiler sind das. Ach so. Kabel geht hier weiter. Ja, und da haben wir auch das letzte. Damit dürfen wir Strom haben. Genug Strom. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Hat er wieder irgendwas gesagt? Ich habe niemanden gehört. Naja, ich würde sagen, wir reden nochmal mit den ganzen Leuten. Vielleicht haben die noch irgendwas zu erzählen. Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421 hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421, 1421, ja, das schlag ich nochmal nach. Da ist wohl nichts Wichtiges passiert, oder was? Und? Wie gefällt dir Monteriggioni? Das ist nicht Monteriggioni. Monteriggioni ist eine Stadt der Renaissance. Frag mich, was ich von der Stadt im Jahr 1554 halte, dann antworte ich. Dachte, du magst es auch heute. Hat sich nicht groß verändert. Genau. Geschichte ist Veränderung. Leben ist Veränderung. Wenn sich etwas nicht ändert, ist es tot. Na super. Eine Stadt. Gut. Der Inhalt, also die Bewohner der Stadt, die leben natürlich, das ist klar. Aber Gebäude, Häuser, sowas lebt ja nicht. Sonst irgendwas? Ich habe zu tun. Ach, so. Sag es doch gleich. Was machen wir jetzt mit Abstergo? Aussitzen. Sobald wir den Apfel finden, kontaktiere ich die Teams im restlichen Europa. Aber was Italien angeht, sind wir allein. Ein bisschen Hilfe von oben wäre auch nicht verkehrt. Unsere Top-Assassinen sammeln Infos über den Satellitenstart der Templer. Wir haben mögliche Startrampen in den USA, China und Russland gefunden. Aber noch keine heiße Spur. Das ist doof. Sonst noch irgendwas? Was machen die anderen Teams?
Abstergos Suche nach Edensplittern stören. Soweit ich weiß, hat Abstergo keine Ahnung von den Tempeln und Ezios Apfel. Wir liegen endlich mal vorne. Super. Noch irgendwas? Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Ja, das geht ja so schnell. Das machen wir innerhalb der nächsten Folge, haben wir den bestimmt dann. Du bist konzentriert. Ich habe gerade die Systeme des Babys gepatcht. Es wird immer besser. Kann Desmond dieses Mal auch Erinnerungen nacherleben? Verlass dich drauf, er wird. Haben wir das nicht auch das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung. Immer schon ein Hacker? Nee, mehr so Sportlerin. Aber ich habe mich verletzt und fing mit den Computern an. Wer hätte gedacht, dass Programmieren genauso spannend ist, wie sich ein Brett anzuschnallen und aus einem Heli zu springen? Nur zur Info, du solltest vielleicht mal deine Nebennieren checken. Weißt du? Weil das ist einfach nicht normal. Der Sean ist schon ein ganz schönes Arschloch. So, und ich würde sagen, das Einsteigen in den Animus, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, da sind wir nun endlich angekommen. Unser Lager haben wir dann in Monteregioni aufgeschlagen. Hier in der Halle, wo sich auch Altairs Rüstung verbogen hat. Und nun werden wir sehen, was uns mit Ezio in Rom erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.